klar, Bibel klar. Alles klar, Bibel klar. Zu diesem kolossal wichtigen Thema möchte ich jetzt gerne auch andere Stimmen zu Worte kommen lassen. Mir hat das Thema viel ausgemacht, wo ich jünger war, habe ich mich ganz viel damit beschäftigt, weil ich konnte das nicht begreifen, dass zwei solche Gegensätze irgendwie in mir drin sind und ich dann eben halt, sagen wir mal auf gut Deutsch gesagt, mal als Sieger, mal als eine Niederlage hervorgehe. Und das konnte ich irgendwie ganz schlecht hantieren. Aber wenn man älter wird, ich weiß nicht, bei mir ist es auf jeden Fall so, dann kann man auch manchmal irgendwie die Sachen leichter lassen. Es bedrückt mich jetzt heute nicht mehr so. Ich habe das irgendwie als Tatsache anerkannt und mit Absicht will ich sowieso nichts machen, Böses. Und wenn mir das halt passiert, dann ist es so, dann mache ich mich heute auch nicht mehr verrückt. Habe ich aber früher gemacht. Ich habe gelitten wie ein angestochenes Schweinchen. Also diese Zeit möchte ich auch nicht mehr erleben. Das ist sicher wichtig, um die Balance da zu finden, Matthias, um auch nicht so arg in sich hineinzuhorchen, gell? Wie ist es jetzt gerade? Habe ich jetzt eine Niederlage oder bin ich wieder oben? Also das habe ich bei mir ein bisschen abgestellt, weil ich habe gemerkt, dann lebe ich schwerer. Wenn ich so wahnsinnig empfindsam bin und meine Antennen da so stark in die Richtung raus tue, das hat mir jedenfalls geschadet. Ich weiß nicht, ob du es auch schon so erlebt hast. Also ich mache es manchmal ehrlich so, wie sagt man ein bisschen grob jetzt, mal alle 5 Grad sein lassen, weil ich es nicht ändern kann. Nicht, weil ich das nicht will. Ich habe jetzt alles probiert, aber weil ich sehe, es geht nicht, es wird sich nicht ändern. Ich werde wahrscheinlich ganz kurz vor meinem Tod immer noch irgendwie was machen oder mal was machen, wo einfach nicht das ganz Richtige ist und da wird mal wieder das Böse sozusagen siegen. Wie der Paulus auch sagt, das Gute, ne? Was ich tun will, das tue ich nicht, komischerweise. Ne? Aber das andere, was ich gar nicht machen will, das mache ich jetzt gerade wieder. Also das gehört ja auch dazu. Gell? Ich denke, das muss man einfach vielleicht ein bisschen tolerant sehen. Und dann, wenn so eine Niederlage ist, ich war auch manchmal wahnsinnig von mir enttäuscht. Dachte ich, oh je, wieso hast du denn jetzt so reagiert? Und ja, aber es ist passiert, gell? Es hat keinen Wert. Und es wird mir, ich glaube, immer wieder passieren. Ich will es nicht mit Absicht, aber es wird. Wenn wir mal ganz oben sind, Matthias, dann werden uns die Zusammenhänge da klar werden, warum denn das so sein musste. Klar, wenn du nur alles gut gehen würde, würde man wahrscheinlich auch überheblich werden. Vielleicht würde man sehr hart werden. Man würde die Messlatte bei anderen Leuten sehr hoch anlegen. Jetzt aber, weil es mir selber immer wieder passiert, dann werde ich wahrscheinlich auch ein bisschen barmherziger. Vielleicht ist es auch eine Art von Gott, um mit uns da so zu arbeiten und uns Barmherzigkeit beizubringen auf diese Tour. Ich könnte es mir vorstellen. Da muss ich ja selber auch mal was erleben und merken, oh je. Jetzt habe ich genau das Gegenteil gemacht, gell? Von dem, was ich eigentlich vorhatte oder was ich eigentlich in meinem Herzensgrund machen will. Ja, das wird ein Widerstreit sein, glaube ich nicht, dass wir den einfach ablegen, ausziehen können wie ein altes Kleidungsstück. Nee, ich glaube es nicht, Matthias. Jetzt bin ich über 60 Jahre hier auf der Erde. Und ich habe mich damit rumgeschlagen, ich habe schon früh mich für die Bibel interessiert und ich war sicher 12, 13, 14, 15, in der Zeit habe ich sehr viel Bibel gelesen und wo ich dann noch ein bisschen älter war, habe ich mich genau mit diesem Thema befasst, weil ich es nicht begreifen konnte. Auf der einen Seite hast du von Gott einen Glauben, der Berge versetzen könnte. Und was weiß ich, was noch für alles für hier gab. Aber auf der anderen Seite kam das dann eben auch nicht so, wie man das gern wollte. Wenn unsere Sprecherin davon berichtet hat, nun um alle 5 Grade sein zu lassen, dann meint das natürlich nicht, und das hat sie gewiss auch nicht gemeint, du kannst das locker vom Hocker angehen. Brauchst dich gar nicht so kümmern um die Sündhaftigkeit deines Wesens. Lass es laufen. Du kannst es ja eh nicht ändern. Da muss jeder persönlich mit seinem Gewissen Verantwortung übernehmen.
Da hilft es nicht, aber manche Christen mögen das machen, dass sie ihr Gewissen wie ein Gummiband gebrauchen und sich nachher alles Mögliche erlauben und da Sachen treiben, dass sich andere Leute auch Anstoß nehmen und andere Christen sagen, ja, wie geht das jetzt als Christ auch? Kann man sich das dann auch leisten? Jeder ist persönlich mit seinem Gewissen verantwortlich und dieses Gewissen ist ein Instrument des Heiligen Geistes, das ich nicht missbrauchen darf. Das ist aber meine persönlichste Angelegenheit. Paulus schreibt davon. Paulus hat aufgepasst und gesagt, wie mir mein Gewissen im Heiligen Geist bezeugt. Er hat nicht Gott außen vor gehalten und gesagt, bleib du ferne, ich regel das alles alleine mit meinen moralischen Wertmaßstäben ab und du musst dir das dann gefallen lassen. Nein, er hat gewusst, mein Gott, du beeindruckst mich. Und wenn ich dann eine Entwicklung habe, wo ich Dinge nicht mehr so auf die Waagschale lege und mich selber so, wie unsere Schwester das gesagt hat, so dermaßen abprüfe, ach ja, da wäre noch ein Ding, was ein Funke von Bosheit und das muss ich noch behandeln und jenes. Und die ganze Zeit bin ich dabei beschäftigt, dass ich die Stecknadeln aus dem Heuhaufen rausklaube und ein griesgrämiges, sauertöpfiges Christentum führe mit dem Fokus auf die Sünde, mit dem Fokus auf was ist noch alles, wo fehlt es noch alles? Und da ist eine Friedlosigkeit, die mir immer wieder zeigt, weil die Balance fehlt, die Balance fehlt. Ja, das habe ich auch so erlebt. Und gerade weil ich so ernst dem Herrn dienen wollte und ich ernst gemeint habe, das Wort Gottes, und ernst genommen habe, gerade das hat mir dann so wehgetan, dass ich mich nicht selbst beherrschen kann. Ich habe so viel gesündigt mit meinen Gedanken. Und ich war so verzweifelt. Und dann habe ich aus dem Wort Gottes einen wunderbaren Trost bekommen. 2. Petrus 2, Vers 9. Der Herr weiß, die Gottseligen aus der Versuchung zu retten und zu erlösen. Und das hat mich so ermutigt. Der Heilige Geist ist so treu und er sieht uns, unsere Gedanken, er sieht unseren Kampf und er kommt uns zu Hilfe. Also ich persönlich denke, dass wir von unserem Schöpfer Gott diesen Erdenanzug bekommen haben. Er hat das Fleisch gewählt als sichtbare Hülle unserer Seele und unseres Geistes. Und er kann ja wählen, was er will. Er ist Gott. Er wählte auch unseren Leib, also unser sichtbares Fleisch, zum Tempel seines Heiligen Geistes. Diese Bibelstelle macht meines Erachtens den Kampf deutlich. Sie redet von dem Kampf, den wir hier auf der Erde zu kämpfen haben. Vielleicht auch nur einen der Kämpfe. Und zwar Kampf Fleisch gegen Geist. Solange der Herr uns, und das denke ich wirklich, solange der Herr uns in diesem Kampf sieht und er überblickt ja alles, solange ist das alles okay und er ist zufrieden mit uns Knechten und Mägden. Aber sobald wir nicht mehr kämpfen wollen, beziehungsweise einfach auch unwillig werden zu kämpfen, werden wir wahrscheinlich automatisch dem Fleisch erliegen und dem Fleisch dienen. Also den Willen des Fleisches tun. Und der ist ja stets dem Geist entgegengesetzt. Wir werden uns also automatisch in Gefangenschaft unseres Fleisches begeben, obwohl der Käfig offen ist durch das Erlösungswerk von Jesus und obwohl der Heilige Geist in uns in der Lage wäre, uns per Geist herrschen und leben zu lassen, sprich das Fleisch zu unterjochen. Mir hilft es sehr zu wissen, dass Gott von uns nicht Perfektion erwartet, sondern Kampf. Es heißt an anderer Stelle ja auch, kämpfe den guten Kampf des Glaubens, wozu du berufen bist. Ein guter Kampf ist einer, den man auch gewinnen kann, denke ich. Wir werden nicht immer gegen das Fleisch gewinnen und das weiß der Herr auch. Aber wenn Wachstum, Entwicklung, Vorankommen und solche Dinge zu sehen sind, wird Gott dann nicht treu sein und gnädig und voller Güte? Der Herr möchte sicher auch, dass wir uns stets bewusst sind, dass wir es eben nicht ohne ihn schaffen können
Und er will sehen, dass wir stets demütig zu ihm kommen und unser Versagen bekennen und ihm unsere Abhängigkeit von ihm kundtun. Kampf und Abhängigkeit, oder man kann vielleicht auch sagen, Kampf in Abhängigkeit, sind Gott wichtig. Also wenn ich von mir selbst ausgehe, mein eigener Perfektionismus, angeboren oder antrainiert oder beides, ist dem Herrn völlig hinderlich. Das musste ich erkennen und ich bin dankbar, dass ich das verstehen durfte, dass Gott von mir nicht Perfektion erwartet, sondern Wachstum und Entwicklung mit seiner Hilfe. Oh ja, der leidige Perfektionismus. Dann kommt die Argumentation, ja, aber das ist doch eine gute Sache. Vollkommen sein zu wollen, das legt mir Gott doch in mein Herz. Oh, fordert mich Jesus nicht ganz persönlich auf, mit einem Auftrag zu sagen, seid ihr vollkommen, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist? Ja, natürlich. Aber wenn ich es auffasse, in der Art und Weise, ich, Mensch, soll, muss es selber richten, dann kann ich es so mal so vergessen. Weil, warum? Gerade mein Wesen steht der Göttlichkeit dermaßen im Wege. Somit muss die Göttlichkeit einen Durchbruch bekommen, indem es mein menschliches Anstrengen, mein menschliches Vermögen zerbricht. Und dann, erst dann, kann ein Mensch dahin kommen, dass er die Vollkommenheit erlangt, die Jesus uns mit sich selber mitteilt. Ich bin nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind, die aufhören, sich abzustrampeln in ihren eigenen Kräften, die endlich mal bankrott am Boden liegen und sagen, mein Gott, sei mir doch nur gnädig. Und dann ist er dir gnädig und dann löst sich diese ganze Problematik wie eine Nebelwolke und du kannst vielleicht noch zurückdenken und staunen, ja wie habe ich mich denn nur so dumm verhalten, wie unverständig war ich denn dem gegenüber, ich habe mir eingebildet, ich muss es selber ausrichten, was Gott an mich fordert, geht doch gar nicht, kannst du ihn nicht mit hineinnehmen in deine Problematik, um es ihm anzuvertrauen. Und da bin ich bei der Lösung. Mein Herr, ich kann nie auch nur eine 0,0% deiner göttlichen Vollkommenheit aus mir selber heraus darbringen. Kann ich nicht. Aber ich kann doch vertrauen auf dich. Und deine Vollkommenheit und dein Blut, das Leben, das Leben Jesu Christi ist mein Leben. Dann bin ich bin bereits dadurch vollkommen wie der Vater, eins mit dem Vater, so wie der Sohn mit dem Vater, so sind wir hier und heute schon vereint. Halleluja! Und die Freude bricht sich bar.